Hallihallo, die in meinem letzten Video vorgestellte Arbeitsfläche hier unter Ubuntu habe ich deshalb gewählt, weil ich sehr schön daran finde, dass man sie dem tagesaktuellen Ereignissen zum Beispiel anpassen kann. Die Arbeitsoberfläche ist sehr flexibel. Dieses Desktop-Environment kann man sehr frei anpassen, deshalb ist es auch sehr beliebt. Gut, anfangen tue ich meistens mit dem Hintergrundbild, tagesaktuell, passend zu meiner momentanen Laune, sei sie fröhlich oder wie in diesem Fall eher nicht. Also, womit fangen wir an? Also der Hintergrund bestimmt bei mir zumindest immer die Farben, zum Beispiel von den Symbolen, falls sie auf dem Desktop sind. Hierzu empfehle ich dann zusätzliche Pakete zu installieren, die mir ermöglichen, die Symbole in den Grundfarben, die ich gerne hätte, zu installieren. Sudo apt-get install chiki-colors oder auch gnome-colors. Haben wir das installiert, haben wir die Möglichkeit bei dieser Desktop-Umgebung über die Einstellung, über die Steuerzentrale, das Thema den aktuellen Ansprüchen anzupassen. Hier haben wir einen Erscheinungsbildknopf, da klicken wir mal drauf. Hier sehen wir meine aktuellen Einstellungen. Ich mache das jetzt mal kleiner. So, das habe ich schon angepasst, das ist standardmäßig nicht so. Hier haben wir den Knopf anpassen, ja, anpassen. So habe ich zum Beispiel ein dunkles Thema passend zum Anlass gewählt, Black Matte, für den Fensterinhalt. Man sieht es an diesem dunklen Hintergrund. So, dann haben wir Farben, die lassen wir so, wie sie sind. Fensterrahmen, ja, das ist das hier oben. Auch dunkel gehalten und in Blau passend zu dieser Farbe. Blue Submarine habe ich mich entschieden. Es gibt da sehr, 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 sehr viele andere Möglichkeiten, die noch anzupassen. Symbole. Und hier sind wir bei dem Chiki Colors. Dadurch haben wir zum Beispiel Gnome Brave. Das sorgt für die Symbole in Blau zum Beispiel. Sieht man dann hier, dass ich hier blaue Symbole habe im Dateimanager, hier übrigens der Kaya, ein Fork vom alten Nautilus Gnome 2. Würde ich jetzt lieber was in Gelb haben wollen, dann ist das hier sofort gelb, wie ihr seht, oder in Rosa oder in Rot wäre hier auch gegangen oder in Grün. Die Grundfarben reichen meistens, um dem Thema die Symbole zu geben, die man gerade gerne hätte. Die Zeiger sind auch anpassbar. Ihr seht, eigentlich habe ich Red Glass gewählt, aber das erscheint nur manchmal, zumindest hier bei mir. Da ist er noch weiß. Sobald ich hier in das Fenster gehe, habe ich einen roten Zeiger. Ja, Red Glass. Und die Größe des Zeigers, klein oder groß, lässt sich hier flexibel einstellen. Mag ich deshalb sehr gerne. Es gibt auch den Zeiger hier, also ein Link Mate, spricht man das so? Mate, ne, oder Met oder Mate. Müsst ihr mal kommentieren. Kann man weitere Themen online erhalten? Gut. Oder ihr benutzt eins der bereits vorhandenen Themen. Hier sieht man zum Beispiel auch die Shiki-Themen, die dann schon fix und fertig sind mit anderen Symbolen in der richtigen Farbe und so weiter, wie ihr es wollt. Das war früher so standardmäßig immer drin, vermisst man schmerzlich, deshalb gibt es diese Desktop-Umgebung. Hintergrund, wie gesagt, habe ich dann geändert auf mein eigenes selbstgemaltes Bildchen. Das Bild hänge ich euch an. Ja, also ihr könnt eigene Bilder wählen und selber malen. Ich empfehle dazu dringend, das Programm Grafik GIMP zu installieren. GIMP Bildbearbeitung. Mit dem könnt ihr eure eigenen Bilder erzeugen oder vorhandene Fotos zuschneiden,
gegebenenfalls im vorhandenen, runtergeladenen Bildern Texte entfernen, retuschieren, sodass der Desktop-Hintergrund eurem Ansprüchen entspricht. Den Stil, wenn das Bild zu klein ist, kann man zum Beispiel auch auf Kacheln stellen, Vergrößerung zentrieren, skalieren, strecken oder spannen. Hat dann auch Auswirkungen, falls man zwei Monitore hat. Man kann auch einen einfarbigen oder zweifarbigen Hintergrund einfach nur aus Grundfarben erzeugen lassen. Muss man dann natürlich wählen, dass man keine Bilder haben will. Ja, einfarbig. Und dann erscheint der Hintergrund in diesen Grundfarben. Man wählt dazu dann zum Beispiel das Standardbild, sagt senkrechter Verlauf oder waagerechter Verlauf und man bekommt einen Farbverlauf. Oder man wählt ein Bild, so wie man es möchte. Wie ihr seht, die Leisten habe ich transparent gemacht, zeige ich jetzt auch gleich noch Schriften. Die Schriften sind mir bei Full HD immer zu klein. Ja, ich sitze in einiger Entfernung von meinem Fernseher, sagen wir mal 3 Meter. In Full HD ist das Bild wunderschön, aber die Schrift ist mir zu klein, also passe ich mir die vorgegebenen Schriftgrößen an. Die waren, glaube ich, auf 12, habe ich auf 14 erhöht. Und die, die auf 10 waren, habe ich auf 12 gemacht. Und die Fenstertitel, die kann man dann auch größer machen, wenn man es aus der Ferne zum Beispiel nicht gut erkennen kann. Ja, kann man dann ein bisschen größer machen. Könnt ihr jetzt besser lesen. Gut. Gut, dann haben wir oben und unten eine Leiste. Die Leisten Rechtsklick haben Eigenschaften. Wahrscheinlich wollt ihr den Hintergrund ändern. Es steht meistens auf kein Hintergrundsystem-Thema verwenden. Das sieht so ein bisschen langweilig aus. Einfärben sorgt dafür, wenn man hier diesen Schieberegler betätigt, dass man mehr oder weniger Transparenz bekommt. Da braucht ihr nur am Regler drehen, bis es so ist, wie es euch gefällt. Oder man kann ein Hintergrundbild wählen, das man schon hat. Und ein Teil davon wird dann hier als Hintergrund benutzt. Ich finde Einfärben immer am besten. Das ist dann schön passend zum Hintergrund. Dann läuft hier zum Beispiel diese weiße Farbe bis oben hin und unten genauso. Gut, Leisteneigenschaften. Ob die Leiste oben ist oder unten ist, entscheidet ihr hier. Die Größe in Pixel stelle ich mir hier immer etwas größer ein, auch aus dem Grund, weil mein Fernseher etwas weiter entfernt ist. Die Standardgröße 24 ist mir zu klein. Man kann die auch automatisch verbergen lassen, die Leisten. Ja. Also wenn jetzt aus irgendeinem Grund ein Fenster da oben wäre, das den ganzen Bildschirm einnimmt, versuchen wir es mal zu provozieren, dann sollte die Leiste automatisch verschwinden. Tut sie nicht. Wahrscheinlich muss ich es noch automatisch verbergen. Auch nochmal schließen. Schauen wir mal, da tut's. Ja. Was ist, wenn man wieder ran will? Mit dem Pfeil nach oben gehen, dann ist man wieder drauf. Rechtsklick, Eigenschaften, automatisch verbergen, wieder aus. Verbergen-Knöpfe anzeigen. Haben wir links und rechts Pfeile. Und dann können wir die ganze Leiste auch so ausblenden mit den Verbergen-Knöpfen. Das spart Platz auf dem Bildschirm. Wer mehr Unity-mäßig die Leiste auf der rechten Seite haben will, kann das natürlich tun. Zum Beispiel nach rechts verschieben. Und Unity ist eigentlich links. Das sieht dann so aus. Passt dann vielleicht nicht so mit dem Anwendungsmenü. Könnt ihr selber so entscheiden, wie ihr haben wollt. Ich lasse es mal oben. Das gleiche gilt natürlich für die untere Leiste. Funktioniert genauso. Was sehr schön ist, wir haben hier die Steuerzentrale und können noch viele, viele weitere Einstellungen machen. Das sind jetzt erstmal die Grundeinstellungen, die ich hier zeigen wollte. Bildschirm könnt ihr noch einstellen. Wenn ihr beispielsweise zwei Monitore habt, könnt ihr hier mit der Maus hin und her schieben und entscheiden, wer wo zu sehen ist, was der Standardbildschirm ist
ob ihr das gleiche Bild auf beiden Bildschirmen haben wollt und so weiter und so fort. Ich denke, hiermit sind wir mit den Grundeinstellungen durch. Wie gesagt, passt eure Einstellungen an, wie ihr wollt. Das geht bis zu den Eigenschaften der Symbole. Hier habe ich zum Beispiel das Firefox-Logo durch ein anderes Symbol ersetzt, das besser zu dem dunklen Thema, das wir momentan leider haben, passt. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.